Hallo und willkommen zu einer neuen Reihe in meinem YouTube-Kanal. Ich habe sie zu fernen Gestaden genannt. Es wird um Hugo Pratt und Corto Maltese gehen. Und es wird um Fernweh, Melancholie und Nostalgie gehen. Alles Motive, die vom 20. Jahrhundert durchaus untrennbar sind. Ein Blick in die Literaturgeschichte macht deutlich, dass der Okzident ganze Jahrhunderte von der Exotik träumte und dass dies kein neuartiges Phänomen ist. Dennoch scheint es auch, dass die innere Motivation für solches Fernweh im Mittelalter oder im Barock eine sichtlich andere war als eben in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Welt neu organisiert wurde und sich in den 50ern letztendlich eine bürgerliche, gediegene Lebensweise durchsetzte, die zwar Sicherheit bot, aber stets auch die Gefahr einer gewissen Langeweile und Depression. Und so ist heute unser Fernweh vermengt mit allerlei Formen der Nostalgie und Melancholie, eben der Sehnsucht nach einem Leben, das wir niemals erlangen können. Ich möchte das Ganze nicht so gestalten, wie ich es mit meinen Hergé-Videos getan habe und mit meinen Tim und Struppi-Videos. Einfach aus dem Grund, weil ich da sonst wieder 5 Jahre brauche, um irgendwie zu Ende zu kommen. Und das frisst ja irgendwann dann langsam einiges von der eigenen Lebenserwartung, nicht wahr? Und ich möchte mal den Versuch unternehmen, einfach ein bisschen mehr in Richtung Free Flow zu gehen, mehr improvisieren und einfach schauen, wie das so läuft. Tja, ich hatte vorhin gesagt, Sehnsucht nach einem Leben, das wir niemals erlangen können. John Koenig hat dazu den Ausdruck Anemoia erfunden. In seinem Dictionary of Obscure Sorrows beschreibt er diesen Begriff als die nostalgische Sehnsucht nach einer Zeit, die man so gar nicht erlebt hat. Oder die möglicherweise auch so nie existiert hat. Und im Falle der Südseeballade hat dieses Fernweh eine sichtlich interessante, vielleicht auch problematische philosophische Komponente, denn die sind alle Sehnsüchte, die sich an eine Zeit und eine Welt richten, die heute hoch umstritten ist, nämlich die Kolonialzeit. Der andere Ausdruck, den ich gerne verwende und der diesmal auf mein Konto geht, ist die Bezeichnung geografische Fantasy. Und hierzu zählt die Welt eines Karl May genauso dazu wie eigentlich auch die Welt von Tim und Struppi, wenn man so will. Es ist eine Welt, die auf den ersten Blick ihre Entsprechung auf einer Landkarte hat und dennoch eine stark idealisierte Fiktion ist. Hugo Pratt gilt als jemand, der starke Einflüsse besitzt und diese dann in seinen Comics vermittelt und weitergibt. Die 3 oder 4 oder 5 Namen, die da am häufigsten genannt werden, ist eben Jack London, Somerset Maugham, Joseph Conrad, aber auch James Fenimore Cooper und Herman Melville. Hier mal einfach nur ein paar Beispiele für solche Inspirationszonen, für jene, die gar nicht genug von der Südsee kriegen können. Das ist ein kleiner Band, der bei DTV erschienen ist, die Südseegeschichten von Jack London. Betörende Südsee von Somerset Maugham, also in einem sehr ähnlichen Geist gehalten. Ebenfalls kurze Erzählungen, die irgendwo zwischen 5 und 20 Seiten lang sind. Das hier ist eine tschechische Ausgabe eines Lesebuchs mit Geschichten und Erzählungen von Joseph Conrad, genannt Neklidne Psibiehy, unruhige Erzählungen. Für mich ein wunderschönes Coverdesign. Vollkommen simpel, aber extrem ausdrucksvoll. Das muss man einfach so auf sich wirken lassen. Und jetzt kommen wir mal zu diesen Comics hier. Das hier ist die farbige Ausgabe von Schreiber und Leser Verlag. Und das ist eine großartige Edition. Also ich bin der Meinung, dass damit irgendwie eine endgültige Ausgabe geschaffen wurde. Eine andere muss es danach eigentlich gar nicht geben. Ich bin ein großer Fan jetzt von diesen ganzen Integralbänden, die erscheinen, von all diesen Jubiläumsausgaben, weil die teilweise sehr interessant sind, weil die oft mit einem gewissen Bonusmaterial kommen und zumeist in großartiger Qualität erstellt sind. Hier haben wir schon mal den
Bereich, in welchem sich unsere Geschichte abspielen wird. Das hier ist eine kurze Einleitung von Hugo Pratt. Und das ist schon sehr interessant, da er hier darauf hinweist, dass seine wichtigste Inspirationsquelle die Blaue Lagune von Henri de Verstappen war. Und er schreibt es etwas pikiert, so nach dem Motto, hört auf ständig Jack London und Joseph Conrad und Somerset Maugham in Verbindung mit meiner Person heraufzubeschwören, so wie ich es gerade vor einigen Minuten getan habe. Und es ist auch interessant, dass er hier die Blaue Lagune als ein obskures, wenig bekanntes Buch zitiert, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das Buch so einschätzen kann. Immerhin hatte man es mindestens dreimal verfilmt. Dann haben wir hier weiter eine Einleitung von Umberto Eco mit der Überschrift Corto Maltese oder die ungenaue Geografie. Ich will da mal kurz einige Zeilen daraus lesen. Keine Angst, nicht sehr lang. Männer verbringen ihre Zeit damit, Länder zu entdecken, die sie nicht gesucht haben, tanzen Veitsdanz zwischen den Inseln, Korallenriffs und Kontinenten. Sie irren sich regelmäßig in den Längengraden. Das unsichtbare, unauffindbare Epizentrum dieser Seefahrten bleiben die Salomonen, die sich verflüchtigt haben. Ansonsten ist diese Einleitung geprägt von allen möglichen Studien von Hugo Pratt, die er vermutlich als Vorarbeit zu diesen Comics umgesetzt hatte. Hugo Pratt wurde in Rimini geboren. Er war übrigens der Großneffe von Boris Karloff und kam aus einer Familie, in der Künstler keine Seltenheit waren. Das galt aber nicht unbedingt für seinen Vater, der den sogenannten Schwarzhänden angehörte. Das waren so eine Art faschistische Schlägertrupps der deutschen SA unter Ernst Röhm, nicht unähnlich. Und im Zuge der italienischen Eskapaden in Äthiopien unter Mussolini wurde sein Vater eben nach Abyssinien versetzt, wo der junge Hugo einige Jahre aufwuchs. Mit 17 Jahren wurde er von seinem Vater in eine Einheit der lokalen Polizeimiliz eingeschrieben, offensichtlich mit der väterlichen Absicht, ihn abzuhärten. Doch schon bald begann Italiens Scheitern im Zweiten Weltkrieg und Hugo Pratt fand sich mit seiner Mutter in einem äthiopischen Gefangenenlager in der Stadt Diredowa. Später konnte er durch das Rote Kreuz nach Venedig gebracht werden, wo er fortan lebte. Und viele Details aus Pratts Leben wurden in unterschiedlichen Varianten erzählt und ich weiß nicht immer, was davon für bare Münze zu nehmen ist. So wurde er als junger Mann angeblich verhaftet unter dem Verdacht, ein Spion zu sein. Er arbeitete aber auch für die britische Armee. Er war da tätig als Übersetzer und als Veranstalter von Unterhaltungsprogrammen. In Venedig ging er an die Kunsthochschule, aber vor allem schloss er sich dort einer Künstlergruppe mit dem Namen die Venedig-Gruppe an. Die Mitglieder waren Autoren und Grafiker wie Alberto Ongaro und Paolo Campani, Mario Faustellini und Dino Battaglia. Diese Zeit markiert Hugo Pratts Beginn als Comicszeichner und das sogar mit gewissem Erfolg, der auch über die Grenzen Italiens reichte. So wurde er schon bald nach Argentinien eingeladen, um dort zu arbeiten. Mit 22 Jahren übersiedelte er nach Buenos Aires. Und freundete sich dort mit Hector Hermann Österheld an, mit dem er mehrere gemeinsame Projekte umsetzte. Allen voran den populären Western-Comics Sergeant Kirk, der jedoch keine typische Gunslinger-Thematik besaß, sondern sich auf die ersten Jahre nach den Sezessionskriegen konzentriert und den Konflikt zwischen Weißen und Indianern porträtiert. In 1959 zog Hugo Pratt für 3 Jahre nach London, um für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften als Grafiker zu arbeiten. Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten blieb er auf Achse, bereiste die ganze Welt, während sein Heimathafen zunehmend Frankreich und Italien waren. Ab den 80ern lebte er dann aber in der Schweiz, in Lausanne. Ein zentrales Thema in diesen Comics ist die deutsche Kolonialmacht in der Südsee. Und das ist vielleicht jetzt mal ein interessantes Thema, um einen kleinen
Schlenker zu machen oder Exkurs und mehr darüber zu erfahren. Ich werde jetzt mal hier kurz mal den Comics gegen einen Atlas eintauschen. In dem geostrategischen Spiel um Kolonien rund um die Welt hinkten die Deutschen sichtlich hinterher. Und dies hatte wohl mit der geografischen Realität eines Reiches zu tun, das eben keine riesige Marine besaß und lediglich in der Nord- und Ostsee einen Zugang zur See hatte. Diese Binnengeografie Deutschlands spielt da sicherlich eine Rolle, denn die Konkurrenz bestand aus Seevölkern, deren Landesgrenzen von Küsten dominiert waren und die bereits seit Jahrhunderten massiv auf die Seefahrt und die Ausbeutung ferner Gebiete setzten. Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Frankreich und Großbritannien und später auch USA machten hier weitgehend das Rennen. So richtig zogen die Deutschen erst um 1880 nach, als sie all diese Gebiete de facto erwarben. Unter Bismarck nannte man die Kolonien dann euphemistisch Schutzgebiete und betonte dabei die positive Wirkung auf Handelswege, die fortan von der deutschen Marine beschützt werden sollten. Interessant ist auch, dass noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts die deutschen Länder absolut keine Ambitionen in der Südsee und in Afrika hatten und de facto keine Kolonialpolitik besaßen. Aber es gab seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts durchaus private Lobbygruppen, die da Druck auf Politiker ausübten. Es gab allerlei ambitionierte Bemühungen, allem voran die Annexion von Texas als deutsche Kolonie, da dort sehr viele deutsche Auswanderer lebten. Aber am Ende kamen die USA den Deutschen zuvor. In Afrika besaßen die Deutschen am Ende des 19. Jahrhunderts drei große Kolonialgebiete. Einerseits ist da das sogenannte Deutsch-Westafrika, bestehend aus zwei Zonen, also das heutige Togo und Kamerun. Das kann man hier eher sehen. Dann natürlich das berühmte Deutsch-Südwestafrika, das dem heutigen Namibia entspricht und auch ein Teil von Botswana. Und dann gab es Deutsch-Ostafrika, das heute zum Teil Tansania ist, Ruanda, Burundi und aber auch Teile von Mosambik. Aber zurück in die Südsee. In Ozeanien gab es letztendlich zwei Gebietsgruppen. Das Deutsch-Neuguinea, zu dem gehörte das Kaiser-Wilhelm-Land, das Bismarck-Archipel, bis heute eher als Neupommern benannt, dieses Gebiet, aber auch die Marshallinseln Palau und Nauru und die nördlichen Salomoninseln, insbesondere Bougainville. Deutlich weiter südlich in Richtung Neuseeland und hier auf dieser Karte nicht sichtbar, also jenseits der Hebriden, gab es dann auch die zweite Kolonialzone in der Südsee und das waren die Deutsch-Samoa-Inseln, die beiden Inseln Savai und Upolu. Und das war insofern interessant, als das ein relativ kleines Gebiet war, das von allen Seiten letztendlich von britisch kolonisierten Inseln umgeben war. Die Frage, die hier nahe liegt, lautet, was denn die Deutschen zum Beispiel in Melanesien und auf Papua wollten, zumal diese Inseln in keinster Weise jene Bodenschätze und landwirtschaftliche Ressourcen boten wie die riesigen Gebiete in Afrika. Und die Antwort darauf ist relativ kompliziert. Zum einen wollten die Deutschen einen Teil des Kuchens der pazifischen Handelswege und den damit verbundenen Zöllen und Handelsvereinbarungen. Der Deutsche Zollverein war damals eine mächtige Interessensgruppe, die nicht dem Deutschen Regierungsbund unterstellt war. Durch die Reichsgründung 1871 erhielten alle Länder des Reichsbundes dieselben Zollgesetze und das machte große Teile der Agenda des Zollvereins überflüssig. Erst nun traten die Interessen in der Übersee stärker in den Vordergrund. Die wirtschaftlich-politischen Maßnahmen und Strategien zu einer eigenen Kolonialpolitik waren da erstmal relativ unfokussiert und glichen mehr einem vorsichtigen Vorantasten. Bismarck entsandte schon zu der Zeit des Norddeutschen Bundes
einige Jahre zuvor das Kriegsschiff Augusta in Richtung Mittelamerika, um dort in der Karibik Präsenz oder wie man es auch sagte, Flagge zu zeigen. Allerdings waren das sehr zaghafte Schritte, da Bismarck nicht die Amerikaner in ihrem eigenen Hinterhof provozieren wollte. Auf diese Weise fanden die ersten Gebietsübernahmen in Afrika statt und natürlich die winzigen Enklaven in Japan und China, die ja mehr einer vertraglichen Pacht glichen und lediglich zum Ziel hatten, dass die Deutschen geostrategisch einen größeren Fuß in der Tür der Fernostpolitik besaßen. Die Motive und Rechtfertigungen für Kolonien waren damals recht breit gefächert. Einerseits wurde darauf spekuliert, dass diese Regionen Absatzmärkte für deutsche Waren werden würden. Das war etwas, das man stark in dem britischen Indien beobachten konnte, sehr zum Nachteil der indischen Bevölkerung, die nicht wirklich eine selbstständige Wirtschaft aufbauen konnte, da die englischen Waren stark subventioniert waren. Und für die Deutschen sahen die Enklaven in China, aber auch die Handelsstation in Yokohama, Japan, als eine interessante Option aus, um neue Exportziele zu erschließen. Ein anderes Motiv für deutsche Kolonialgründung hatte mit Auswanderung zu tun. Auch hier blickte man viel den Briten ab, die durchaus über Jahrzehnte recht massenhaft nach Indien ausgewandert waren. Etwas, das natürlich immer nur deshalb funktioniert, weil die lokale Bevölkerung mit den Weißen nicht auf Augenhöhe ist. Und schließlich entfaltete sich in diesen Jahren gerade in der Region des Indischen Ozeans und des Pazifiks ein seltsamer Markt mit Arbeitskräften. Zwar konnte man hier nicht mehr von der Sklaverei sprechen, aber sehr weit weg hat man sich davon nicht entfernt. Es war ein umkämpftes Geschäft mit Plantagearbeitern. In der Übersee traten die Firmen häufig dann wie ein verlängerter Arm einer Regierung auf und überdehnten auch mal gerne ihre Befugnisse. Dass Bismarck anfangs bei der Kolonialpolitik nicht sehr motiviert war, ist bekannt. Aber er musste seine Haltung den äußeren Zwängen anpassen, da das wirtschaftliche Kräftemessen der Großländer und Großreicher jener Jahre zunehmend von internationalen Standbeinen abhängig war und Deutschland dabei nicht abgehängt sein wollte. Die Dampfschifffahrt war eine Technologie auf dem Vormarsch, die Transportmengen wurden größer und Transportzeiten kürzer. Die ganze Welt wurde im 19. Jahrhundert erheblich kleiner, auf dem Weg in eine globale Handelszone, wie wir sie heute kennen. Die Kolonialpolitik wurde damals weitgehend auch von Bankern und Bankhäusern vorangetrieben und hatte im Reichstag und im Bundesrat Freunde wie Feinde gleichermaßen. All diese Gebiete in der Südsee wurden nicht mit vorgehaltener Pistole besetzt oder etwas in der Art. Die internationale Kolonialpolitik war zu diesem Zeitpunkt bereits eine gut geölte Wirtschaftsmaschine der Europäer in ihrem Bestreben, sich die restliche Welt untereinander aufzuteilen. Es gab internationale Konferenzen zu diesem Thema, diplomatische Kanäle, wo Reaktionen der anderen Herrschaftsländer aussondiert wurden. Und natürlich mussten stets große Beträge und Ablösen über den Tisch wandern, um privatwirtschaftliche Interessen zu wahren. Die globale Kolonialpolitik der Weißen war eine internationale Timokratie. Wer Geld hatte, konnte sich einkaufen. Es musste nur diplomatisch sortiert werden, dass niemandem auf die Zehen trat. Was die Ureinwohner jener Regionen von all dem hielten, interessierte da relativ wenig. Nicht alle Kolonialherren erachteten sie überhaupt als gleichwertige Rassen und Menschen. Und jene, die es vielleicht taten, waren doch sehr von der Idee beseelt, dass dies eben extrem primitive Kulturen waren, zurückgeblieben und intellektuell kaum befähigt, da mitzureden. Im 19. Jahrhundert begegnete man den Ureinwohnern paternalistisch. Zivilisatorisch wurden diese Menschen wie so eine Art Kinder angesehen. Wenn überhaupt, gab es die Erwartung, dass einzelne Individuen des kolonisierten Landes sich der Kultur der Kolonialmacht anpassten oder unterwarfen und sich erst damit langsam ein Mitspracherecht über das eigene Schicksal erwarben. Am deutschen Wesen mag die Welt genesen, sozusagen. Die deutsche Kolonialpolitik beginnt tatsächlich mit Samoa, angefangen mit einer an Parlamentariern gescheiterten Bemühung Bismarcks, dem Bankhaus Disconto mit einem staatlichen Rettungspaket unter die Arme zu greifen. Disconto hatte sein Geld in der Hamburger Handelsgesellschaft Godefroy
die auf Samoa bankrott gegangen war. Übrigens ist aus Diskonto später dann die Deutsche Bank hervorgegangen. Es gibt mindestens 5 spitzfindige, sarkastische Bemerkungen, die mir an dieser Stelle in den Sinn kommen. Aber lassen wir das. Deutsche Firmen in der Südsee waren sehr aktiv mit dem Anwerben von Plantagearbeitern beschäftigt und konkurrierten damit den britischen Australiern, die in der Südsee dasselbe taten. Dies erwog die regionale Regierung des australischen Queensland, auf eigene Faust das Gebiet von Ostguinea zu annektieren. Hierbei wurde der 41. Längengrad respektiert, da alles westlich davon holländisch war. Man muss es sich ja so vorstellen, dass vor Ort es die Unternehmen waren, die sich gegenseitig als Feinde begegneten, da sie um Wirtschaftsvorteile kämpften. Und zu Hause drückten sie dann politisch auf die Tube und verlangten, dass die Politiker das Thema zu einer Staatssache machten und somit die Armee zum Einsatz brachten. Als sich bezüglich der Papua-Neuguinea-Besetzung die Deutschen und die Briten dann diplomatisch einig wurden und die Briten de facto, um Frieden zu wahren, den Deutschen zustimmten, dass Kaiser Wilhelm Land einzunehmen, führte das auf der britischen Seite, also gerade in Australien, zu Demonstrationen und Drohungen, da man dort erwartete, dass London eine härtere Linie gegenüber den Deutschen zeigte. Dabei waren die Interessen der Krone an Papua-Neuguinea relativ lauwarm. Für die britischen Politiker war das große Spiel in Zentralasien, Afghanistan, Kasachstan, Sibirien und natürlich die indische Raj. Und es war recht deutlich, dass Großbritannien, nicht Deutschland, den Krieg erklären würde wegen Papua-Neuguinea. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, und das bringt uns nun zurück zu unserer Geschichte, hatten sich die Deutschen in kürzester Zeit zur viertgrößten Kolonialmacht hochgepeitscht, zumindest gemessen an der Kolonialfläche und gemessen an dem kontrollierten Seegebiet. Nur England, Frankreich und die Niederlande hatten mehr. So muss man sich die Situation in Melanesien sehr grauschattiert vorstellen. Piraterie, herumpatrouillierende Militärschiffe, Privatfirmen mit ihren Agenten, Korruption, Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung, aber auch eine Menge Ureinwohner, die sich hunderte und tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt befanden und für alle möglichen Aufgaben angeheuert waren. Und schöne Sonnenuntergänge, somit ein faszinierendes Biotop für Abenteuer und dennoch fern aller Klischees. Warum erzähle ich das in so viel Detail? Nun, all diese Themen reflektieren sich auf die eine oder andere Weise in diesem Comicsband, aber wir müssen auch verstehen, dass Hugo Pratt seine Aufgabe eben in einer romantischen Anemoia sieht, einer Retro-Nostalgie und nicht in einer schonungslosen historischen Aufarbeitung. Das ist wiederum etwas, das seine Vorbilder hierbei deutlicher getan haben, also Joseph Conrad, Jack London, Somerset Maugham. Autoren, die zwar durchaus mit einer gewissen Abenteuerlust ans Werk gingen, doch keine kitschige, verklärte Exotika schrieben, sondern durchaus die teilweise harsche Realität der kolonisierten Gebiete zum Ausdruck brachten. Und somit zurück zu diesen herrlichen Studien und Skizzen rund um die Südsee. Übrigens ist Corto Maltese ein absoluter Liebling des Feuilletons. Es gibt vermutlich keinen Comics, der so oft in dem Feuilleton-Teil einer Zeitung besprochen wurde. Wenn man natürlich genau hinschaut, merkt man schon, was Hugo Pratt interessiert. Da ist sozusagen Detailreichtum extrem unwichtig, während Authentizität extrem wichtig sind. Und das ist ja fast ein Gegenkonzept dazu, wie in den 60er Jahren Comics gezeichnet wurden. Insbesondere, wenn man das nun mit der Art des Comics vergleicht, wie zur selben Zeit in den USA gezeichnet wurde, also gerade unter der Ägide von Marvel oder DC, da gilt es ja genau umgekehrt. Da ist ja der Detailreichtum extrem wichtig geworden. Gerade bei Zeichnern wie Jim Steranko, aber die Authentizität ist bei diesen Themen und Sujets, die sie da gezeichnet haben, vollkommen unwichtig. Ohnehin scheint es, dass in dem Produktionsprozess von Hugo Pratt
die Studien deutlich wichtiger waren als typische Skizzen und Bleistiftzeichnungen. Also es scheint manchmal, als hätte er gerne diesen Schritt übersprungen und dann später beim Zeichnen ging er lieber gleich zur endgültigen Kontur. Und seine Darstellungen der fremden Kulturen, die muten ja geradezu makellos an, als würde man das Skizzenheft eines Ethnologen studieren. Und diese Skizzen, die offenbaren natürlich schon sehr gut diesen besonderen Geist, der uns auf diesen Reisen begleiten wird. Und ja, Exotik ja, aber eben ohne Kitsch. Eben etwas melancholisch, fern der ausgetretenen Pfade. Ich muss da natürlich sofort an Tristropique denken von Claude Lévi-Strauss. Hier ist ein Foto von Hugo Pratt auf der Osterinsel. Das wird ja schon bei Hugo Pratts Wahl der Handlungsorte deutlich, nicht? Weil er wählt eben nicht Bali oder Tahiti, er wählt Melanesien, das Bismarck-Archipel und die Salomonen, also Orte, die wir erst auf der Karte suchen müssen. Und wer sonst hat einen Comics, der sich im Bismarck-Archipel abspielt? Das ist also ein besonderer Sinn, der hier besteht für den Genius Loci. Für die Fans von Corto Maltese dürfte natürlich diese erste Seite sehr ikonografisch und vertraut sein. Was für eine Eröffnung. Das nennt man in medias res in die Geschichte einzusteigen. Das ist ja vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um über die Fragen der Farbe zu sprechen. Nun ist es so, dass mir bewusst ist, dass gerade Comics-Puristen in solchen Situationen immer auf die monochromen oder schwarz-weißen Originale setzen und dass nicht jeder dabei die kolorierten Fassungen für überlegen hält. Das kann ich aus unterschiedlichen Gründen nachvollziehen oder verstehen. Das kann ja auch rein ästhetisch motiviert sein und viele dieser Comics gewinnen einen eigenen zusätzlichen Ausdruck, wenn man sie in der schwarz-weißen Originalversion anschaut oder in der unkolorierten Version. Ich persönlich entscheide mich meistens für die Farbe in solchen Situationen. Und übrigens hat der Schreiber- und Leserverlag all diese Bücher jetzt in zwei unterschiedlichen Editionen herausgebracht. Eben eine Schwarz-Weiß-Edition für die Puristen eben und dann für die eher verträumten Geeks wie mich in Farbe. Für mich ist ja die Kolorierung in diesem Zusammenhang ja keine willkürliche Angelegenheit. In diesem Falle hier stammt die Kolorierung von Patrizia Zanotti, die das in den 80er Jahren vornahm, damals noch unter der Aufsicht von Hugo Pratt, dessen langjährige Assistentin sie wurde. Keine Ahnung, ob es davor schon farbige Versionen gegeben hat, aber ich vermute mal, dass die meisten den Comics nur in Schwarz-Weiß kannten. Und mir geht es ja in erster Linie eben um diese Anemoia und ich denke mal, diese Art von Fernweh und Sehnsucht, das mich dann an so einem Band auch interessiert, ist sichtlich verstärkt durch Farbe und durch eine Kolorierung. Aber am Ende bleibt das eine persönliche Entscheidung und letztendlich auch eine Geschmackssache. Aber in keinster Weise würde ich jemals zustimmen, dass man hierbei eine Version über die andere stellen kann. Wie gesagt, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Vielleicht ein interessanter Punkt hier noch. Bevor diese Ausgabe von Schreiber und Leser rauskam, war ja die letzte im Umlauf befindliche Edition von der Südseeballade diese verkleinerte Version, die bei der FAZ erschienen ist. Ich glaube ungefähr in 2000, ich weiß nicht wann, ungefähr vor 15, 20 Jahren kam die raus. Bei FAZ haben die eine Weile so diese Klassiker der Comicliteratur rausgebracht und aus allem, was so berühmt ist, zwischen Will Eisner und Batman und Blueberry und Heger, hat man jeweils einen Band in diese Edition hinzugefügt. Und die Nummer 11 war eben Corto Maltese. Das wurde natürlich auch ein bisschen kritisiert. Übrigens kommt das mit mit einer eigenen Einleitung daher, mit einem Essay von Andreas Blatthaus und mit teilweise auch ganz anderen Studien von
Hugo Pratt. Also insofern, ich bin ja froh, diese Ausgabe auch zu haben. Das ist teilweise super interessant. Wenn wir dann natürlich, das hier ist auch wirklich herrlich, ne? Teilweise diese Sachen hier noch nie gesehen. Aber natürlich ist es so, um damit in dieses DIN A5 Format reinzukommen, musste man das Ganze natürlich massiv umformatieren. Und das ist da, wo einige Fans oder Comics-Aficionados gerne mal auf die Barrikaden gehen. Denn einerseits findet nicht nur eine Umsortierung der Frames oder der Paneele innerhalb der Seiten, was ja auch schon ein Thema ist, denn wenn man sich jetzt hier diesen Handlungsaufbau anschaut, wenn sozusagen Kranio hier unter Deck geht, um seinem Captain zu berichten, dass sie Schiffsbrüche gesehen haben, dann ist das so ein bisschen wie ein, in der Dynamik, in der Lesedynamik oder in der Dramatik des Comics ist das hier so eine Art Cliffhanger, der gleich aufgelöst wird, indem man umblättert. Aber das geht hier natürlich vollkommen verloren, weil hier natürlich der Cliffhanger sozusagen erst mitten in der Seite auftaucht. Das ist aber noch das geringere Übel, sagen dann manche, denn um überhaupt das Ganze unterzubringen, mussten sehr viele Frames auf irgendeine Art und Weise einfach beschnitten werden, also teilweise verkleinert. Da gibt es also einige interessante Beispiele. Ich kann ja hier einfach sehen, dass viele Dinge beschnitten werden, um in das DIN A5 Format reinzukommen. Ich lehne jetzt das DIN A5 Format nicht in Gänze ab. Es hat seine Vorteile, insbesondere dann, wenn man zum Beispiel im Zug lesen möchte oder in einem Bus oder irgendwo unterwegs ist in einem Hotelzimmer. Dann kann man sich mit so einem DIN A5 Buch viel besser natürlich einfach zurückziehen und vertiefen. Interessant finde ich ja die Kolorierung hier übrigens. Bei genauerem Hinsehen stellt man ja relativ zügig fest, dass es sich um dieselbe Kolorierung handelt. Allerdings sieht die hier auf den ersten Blick erstmal ein bisschen anders aus und ich denke mal, das hat lediglich was damit zu tun, welches Druckverfahren verwendet wurde und vor allem welches Papier hier verwendet wurde. Also wir haben hier so ein bisschen jubilarisches Hochglanzpapier, was so typisch ist für so diese Sonderausgaben und Integralausgaben. Wo ich eigentlich nicht immer so der Fan davon bin, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Hochglanz hat viel an seinem Glanz verloren über die Jahrzehnte und heute sucht man oft nach einer gewissen Authentizität, so einem gewissen Retro-Feeling und das kommt mit Matt besser zum Ausdruck. Und ich weiß gar nicht, ob das hier nicht mit Newsprint gedruckt wurde, was dann, zumindest was ich so gesehen habe, oft dazu führt, dass dann die Farben einfach stärker hervortreten, während sie hier ein bisschen blasser aussehen. Aber das nur wirklich am Rande und das ist auch jetzt an der Stelle nicht ganz so wichtig. Aber ich nehme an, in der Welt von Druckwerkprofis und Zeichnern und Grafikern sind solche Themen von besonderer Relevanz. Hier kann man auch ein gutes Beispiel für so einen Beschnitt sehen. Die haben ja auch natürlich das ganze Lettering komplett neu machen müssen, weil ja sich die Größen der Frames plötzlich veränderten und plötzlich musste man neue Sprechblasen machen auch und solche Sachen. Und hierbei hat man die ganze Geschichte einfach neu übersetzt. Also das Interessante ist auch, dass das hier eine andere Übersetzung ist als diese hier, mit ein paar interessanten Unterschieden. Ja, hier ist dann sozusagen die Karte und ungefähr der Punkt, wo wir uns am Anfang der Geschichte befinden. Also zwischen den Salomoninseln und dem Bismarck-Archipel. Die Geschichte beginnt ja damit, dass einer der Hauptprotagonisten, also Rasputin, der
offensichtlich von Hugo Pratt inspiriert wurde durch die historische Gestalt des russischen Mönchs und Sektierers Rasputin, aber ansonsten mit ihm nicht viel zu tun hat, außer dass offensichtlich Hugo Pratt irgendein Foto von Rasputin gefiel und er das witzig fand, die ihn so in seine Geschichte einzubauen. Hatte aber ansonsten nichts mit dem historischen Rasputin zu tun. Also am Anfang ist Rasputin unterwegs in diesem wunderschönen Katamaran und sie finden eben zwei Schiffbrüchige, zwei junge Menschen, eine junge Frau und einen jungen Mann, halb ertrunken oder verdurstet, nehmen sie an Bord. Und offensichtlich sollen sie auf offener See jemanden treffen, aber das Schiff ist nicht da und stattdessen finden sie lediglich einen Mann, der in so einer Art messianistischer Art und Weise auf ein Floß gefesselt ist und das ist der erste Auftritt von Corto Maltese. Ganz zugewuchert mit Vollbart und wir erfahren, dass Corto Maltese von seiner Schiffsbesatzung, dass die gegen ihn gemeutert hat und ihn einfach so sein Schicksal dem See, dem Ozean überlassen hat. Es ist extrem reizvoll, wie Hugo Pratt damit umgeht. Also wir sehen ihn erstmal so mit Vollbart hier und können eigentlich relativ wenig seine echten Gesichtszüge unter all dem Bart erkennen. Und dann beginnt er sich hier zu rasieren. Aber bis der Augenblick, wo wir zum ersten Mal sein Gesicht sehen, da wird er so dramatisch hinausgezögert. Zuerst hat er Rasierschaum im Gesicht, dann hier ein Handtuch. Dann sehen wir nur als eine Silhouette im Hintergrund. Dann zieht er sich endlich mal eine Kapitänsuniform wieder an. Und aber wir sehen ihn immer noch von hinten. Und dann hier ist sozusagen die erste ordentliche Frontaleinstellung von Corto Maltese. Und dann gleich mal eine Kippe. Als visuell detailreich und übermäßig genau gilt Hugo Pratt nun wirklich nicht. Im Gegenteil, er hat sich im Grunde den Ruf des abstraktesten Comiczeichners seiner Generation verdient. Kritiker haben ihn als hastig, krude und teilweise grobschlächtig bezeichnet. Nicht einmal perspektivische Zeichnung schien ihn allzu sehr zu interessieren, wie man das sehr gut an solchen Zeichnungen sehen kann, die teilweise extrem zweidimensional anmuten. Und man sieht da geradezu ein Desinteresse daran, sich in irgendwelche komplexen, räumlich anmutenden Darstellungen zu vertiefen. Und das war ja damals eigentlich der letzte Schrei, ob jetzt bei Marvel-Zeichnern oder Jean-Giraud Möbius, die da unentwegt dafür zelebriert wurden, dass sie diese atemraubenden, komplexen, dreidimensional anmutenden Ganzseitenzeichnungen hervorbrachten. Bei Hugo Pratt wirkt alles eher flach und zweidimensional. Ihn interessiert an der Darstellung eben etwas ganz anderes. Doch es kommt nicht von ungefähr, dass viele ihn auch als den Picasso des Comics bezeichnen. Aber es passiert eben, dass manche Leute nach Corto Maltese greifen, angelockt von einem gewissen Hype, der diese Comics-Reihe seit Jahrzehnten umgibt. Und dann sind sie von den Zeichnungen erstmal etwas enttäuscht und brauchen etwas, um hinter diesen Zeichenstil sozusagen dahinter zu kommen. Und dieser Zeichenstil, der reflektiert mehrere Ideen, die teilweise sehr idiosynkratisch sind. Da ist zuerst der Gedanke, mit einer möglichst geringen Anzahl an Zeichenstrichen eine optimale Atmosphäre zu schaffen. Und dann ist da die Idee einer optimalen künstlerischen Freiheit. Die Gestaltung kann jederzeit in alle möglichen Richtungen gehen. Pratt liebte es zum Beispiel, Bilder mit Wasserfarben herzustellen und teilweise nur mit wenigen Strichen oder Klecksen. Hierbei nahm er sich jegliche kreative Freiheit heraus, gerade wenn es zum Beispiel darum ging, die Titelseite für Sergeant Kirk, das Comics-Magazin aus den späten 60ern, zu malen.
Das kann man ja sehr gut bei diesem Bild hier am Anfang sehen. Ne? Es ist extrem ausdrucksvoll, es sagt alles aus, was es sagen soll. Aber man sieht sofort, dass das etwas ist, wo sich Hugo Pratt nur ganz wenig Zeit dafür nimmt und es einfach intuitiv und instinktiv auf das Papier überträgt. Aber es sind dann Bilder wie diese, die seine visuelle Kraft und Macht demonstrieren. Da ist einfach eine ganz eigene stoische Energie in diesen Paneelen. Da steckt natürlich auch die Idee mit drin, dass jedes Panel eine perfekte Komposition haben muss. Die Organisation innerhalb des Frames kann durchaus exzentrisch sein, wie zum Beispiel hier oder hier, aber niemals willkürlich. Es muss stets wie das Standbild eines großflächigen, coolen Spielfilms aussehen, Bild für Bild. Natürlich bekommt man dann auch so großartige, dramatische Bilder wie dieses hier oder dieses hier. Man ist ja als Leser oder als Zuseher immer mit dabei. Man blickt immer den Leuten über die Schulter, als stünde man als so ein unsichtbarer Zeuge dieser Ereignisse daneben. Und natürlich scheint es so, dass sehr oft Hugo Pratt einfach nicht stundenlang mit einem einzigen Panel beschäftigt sein wollte, sondern lieber das Gefühl haben wollte, dass etwas vorangeht. Ich glaube, da gibt es einen Spruch von ihm, der irgendwo festgehalten wurde, dass er gesagt haben soll, auf 8 Sekunden Intuition folgen 8 Stunden Knochenarbeit. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Alfred Hitchcock, der immer wieder mal beklagte, dass die schönste Zeit an einer Filmproduktion für ihn diese 10 Minuten sind, wo ihm zu Hause vor dem Kaminfeuer plötzlich eine neue Idee einfällt und in diesen wenigen Minuten sich der ganze Film in seinem Kopf zusammensetzt. Und das ist der einzige Abschnitt an dem ganzen Prozess, der wirklich freudig ist. Alles andere ist dann nur noch Knochenarbeit und Wochen und Monate aus repetitiven Tätigkeiten und eben Entstehungsprozessen, die wahnsinnig verlangsamt sind, verglichen damit, wie schnell einem die Idee in den Kopf gesprungen ist. Und ich kann es zum gewissen Teil auch ein bisschen nachvollziehen, denn ich habe ja immer wieder mal Bücher geschrieben, die relativ dick waren und die 6, 7, 8 Monate Entstehungszeit besaßen. Und das ist dann immer ein bisschen schockierend, wenn solche Bücher dann von jemandem in 2 Tagen gelesen werden. Da denkt man sich oft, hätte das nicht wenigstens 2,5 Wochen dauern können, das Lesen? Hier ist auch ein Beispiel für so einen etwas exzentrischen Bildausschnitt. Ich glaube, das andere große Thema bei Corto Maltese und bei Hugo Pratt insgesamt ist die sogenannte der Stil des Chiaroscuro. Das ist eine alte italienische Bezeichnung für einen Malstil, der starke Kontraste beinhaltet und damit gerade mit Hilfe der Dunkelheit und manchmal sogar richtiger Schwärze eine räumliche Tiefe und eine sinnliche Plausibilität erschafft. Das hier wäre so ein Beispiel für Chiaroscuro. Die französische Bezeichnung hierbei lautet clair-obscur. Stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit Chiaroscuro deshalb Hugo Pratt so sehr gefiel, da es ihm ermöglichte, in kurzer Zeit die Bildfläche zu füllen und zugleich die ästhetische Dramatik zu verstärken, wie zum Beispiel hier oder hier, aber auch hier. Nicht? Das sind teilweise ganz große Flächen des Bildes, die einfach komplett mit Tusche ausgefüllt werden. Und hier tauchen jetzt zum ersten Mal die Deutschen auf. Wir befinden uns ja im Jahr 1913, also am Ende der wilhelminischen Ära. Bismarck ist seit 13 Jahren tot. Die Deutschen und die Briten stehen sich antagonistisch gegenüber. Es ist letztendlich der Vorabend des Ersten Weltkriegs.
Übrigens wurde die Südsee-Ballade nicht als sozusagen die erste Corto-Maltese-Story angelegt. Das Ganze war ja sichtlich eine Ensemble-Story mit ungefähr 9 Handlungspersonen, also mit Pandora und Kain, mit Rasputin, mit Corto Maltese, mit Canio Tarao, dem Mönch Monaco und Leutnant Slytherin und Captain Galant. Und wenn überhaupt, standen Kain und Pandora im Mittelpunkt. Und es war eher das Charisma von Corto Maltese, das sich offensichtlich erst während der Arbeit an dieser Geschichte hervorschälte. Der Rest ist natürlich Geschichte. Das hier ist eine sehr interessante und durchaus kontroverse Doppelseite hier. Also Corto Maltese taucht in Pandoras Kajüte auf und sie versucht mit ihm so ein bisschen so ein flirtiges Spielchen zu spielen und ihn zu manipulieren, was in kürzester Zeit in so eine Situation eskaliert, die so ein bisschen rapey anmutet. Aber wie sich schnell herausstellt, zieht Corto Maltese sie nur auf. Und das könnte man als in begrenzt guten Geschmack identifizieren. Auf der anderen Seite ist es eine klassische Szene aus Spielfilmen der 50er, 60er Jahre oder auch aus Western. Aber ich glaube, da steckt eine etwas andere Idee dahinter. Was Corto Maltese hier tut, mit seinem Übergriff, ist, er macht in Sekundenschnelle Pandora klar und verständlich, in welcher Welt sie sich gerade befindet und in welcher Gefahr sie sich befindet, weil diese beiden Teenager fast, die da aus dem Wasser gefischt wurden, sind letztendlich Kinder aus einer sehr betuchten Familie. Die werden ja auf diesem Katamaran festgehalten, in der Aussicht, dass später ein mächtiges Lösegeld für sie erpresst werden kann. Und insbesondere Pandora hat nicht wirklich genügend Respekt vor der Gefahr, in der sie sich befindet. Und Corto Maltese erkennt das eigentlich sofort, dass sie sich in große Gefahr bringen kann, wenn sie weiterhin das Ganze wie so ein Spiel behandelt und meint, sie könnte sozusagen ihre Kidnapper manipulieren und mit ihnen irgendwelche flirtigen Machenschaften versuchen. Und jetzt zieht dem quasi komplett den Boden. Und die andere interessante Sache ist ja, dass Hugo Pratt nicht wirklich am Anfang der Geschichte die Information vermittelt, in welchem Verhältnis Pandora und Kain zueinander stehen. Also man findet relativ schnell heraus, dass sie verwandt sind, weil sie ja denselben Nachnamen haben. Und man denkt eine ganze Weile eigentlich, dass sie Geschwister sind. Das war hier ein gutes Beispiel für Hugo Pratt, der komplett abstrakt geht und der sich denkt, in der Nacht, im Mondschein ist das Meer fast nur pechschwarz, also was soll's. Es ist einfach nur schwarze und so graue Flecken. Also jegliche Ablehnung von Detailreichtum, der ihm da sozusagen vollkommen unplausibel erscheinen würde. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass ich ja anfangs, wo ich das zum ersten Mal gelesen hatte, dachte, dass Kain und Pandora Geschwister sind, also Brüder und Schwester sind. Aber dann haben sie einige Momente zusammen, die fast eine Spur zu intim sind und auf so eine seltsame Art und Weise dann plötzlich sehr creepy aussehen. Unter der Prämisse, dass sie Geschwister sein sollten. Aber erst später wird dann natürlich deutlich, dass sie Cousin und Cousine sind. Ja, und
Corto Maltese ist ja kaum ein paar Stunden in der Geschichte und schon versenkte ein Schiff. Und das ist, wie wir Tarao finden oder auf Tarao stoßen, der dort auf dieser Insel ist. Und kein denkt, dass er einfach nur ein Einheimischer oder ein Eingeborener auf dieser Insel ist. Aber es stellt sich ja schnell heraus, dass er mit demselben Boot untergegangen ist und dass Kain ihn einfach nur als Teil der Besatzung gar nicht richtig zur Kenntnis genommen hatte. Was an sich schon eine interessante Aussagekraft hat. Und hier sieht man auch, wie großartig Hugo Pratt einfach seiner Zeit voraus war. Für ihn war ja klar, dass das nicht alles einfach nur die edlen Wilden in den Tropen sind. Tarao ist ja ein Maori aus Neuseeland und der ist ja letztendlich nur als ein angeheuerter Seemann auf diesem holländischen Schiff, das vorhin Rasputin gekapert hatte, an Bord gewesen, und auf diese Art und Weise kam er dann auf diesen Katamaran. Und für ihn sind jetzt die eigentlichen Eingeborenen, die auf dieser Insel hier leben, also die Papuas, für ihn sind sie ja genauso fremde Leute, wie sie für uns fremde Leute wären. Und umgekehrt. Also das ist alles ethnografisch super gut durchdacht. Jetzt sehen wir hier diese großartige Darstellung von den Papuas. Hier ein Beispiel für Hugo Pratt und seine Ablehnung, seine Absage an Detailreichtum. Pandora ist natürlich so eine verwöhnte Göre und das Erste, was ihr einfällt, nachdem ihr in dieser Höhle auf der Insel Corto Maltese den Rücken zudreht, ist, seine Pistole zu nehmen und auf ihn zu schießen. Das ist ja auch wirklich großartig hier. Hier an dieser Stelle kann man natürlich auch verstehen, weshalb es ziemlich viel Spaß macht, die Sachen koloriert zu sehen. Ich finde, Patrizia Zanotti hat ein großartiges Farbgefühl, das dieser exotischen Nostalgie entgegenkommt. Aber man hat immer ein sehr gutes Gefühl für die Uhrzeit während des Tages oder also angesichts dessen, welche Farbe der Himmel so hat und wo da eben der Sonnenstand wohl ist. Und das ist Kranio. Kranio ist auch auf der Insel gelandet und hatte sich als einer der Papuas verkleidet mit dieser Maske. Und Kranio ist ja von den Fidschi-Inseln, also der hat ja mit den Eingeborenen auch nichts zu tun. Und er hat seine ganz eigene Agenda in diesem Ensemble-Spiel. Das ist ja auch das Interessante an der Südsee-Ballade, dass das ein sehr frühes Beispiel für ein Narrativ ist, das wir heute gang und gäbe erleben bei Filmen und Serien, aber das damals noch etwas relativ Neues und geradezu Schockierendes war, nämlich eine Geschichte aufzubauen, in der nicht wirklich jemand durch und durch gut ist und in der auch nicht wirklich jemand durch und durch böse ist. Fast alle hier haben irgendwelche eigenen Vorstellungen und Pläne und alle sind ein bisschen ambivalent. Und großartige Zeichnung hier von Pandora. Hier kann man natürlich sehen, wenn Hugo Pratt Lust hatte, dann konnte er plötzlich tief so richtig in perspektivische Zeichnungen abtauchen. Aber er musste halt Lust drauf haben. Das ist auch ein gutes Beispiel hier für das, was ich vorhin meinte, dass teilweise die Idee darin besteht, mit der geringstmöglichen Anzahl an Linien und Strichen die höchstmögliche Aussagekraft oder den höchstmöglichen Ausdruck zu erreichen.
Und das Bild braucht wirklich keinen Strich mehr. Da ist einfach alles drin. Der Sonnenuntergang, diese Pirogue hier, die da so einkehrt. Aber wie gesagt, beim Tantan-Magazin hätte Hugo Pratt in den 60ern nicht arbeiten können. Also Hergé wäre ja die Wände hochgelaufen bei solchen Bildern wie das hier oder das hier. Oder das hier. Aber es hat natürlich seine eigene Ästhetik und seine eigene Ausdruckskraft. Es ist stark ästhetisiert. Es ist halt wie so ein cooler Film Noir, wo einfach die Einstellungen perfekt sitzen, das Blocking, die Unterhaltungen zwischen den Menschen, das ist alles visuell immer extrem reizvoll. Hat ja auch teilweise viel von irgendwie Akira Kurosawa, finde ich. So wie sich die Leute da ständig ins Bild komponieren. Es sind einfach wie perfekte Schnappschüsse. Und jetzt taucht das deutsche U-Boot auf. Inzwischen mit Rasputin an Bord. Die Darstellung der Deutschen in diesem Band ist sehr interessant. Mal eine Karte vom Bismarck-Archipel. Denn eindimensional ist die Darstellung oder die Präsentation der Deutschen hier eindeutig nicht. Also so wie man das sonst immer aus allen möglichen Medien kennt, aus Filmen und Serien, also quasi so diese Stechschritt Hacken zusammen knallenden Heinis, die meistens in den Geschichten immer nur ihre Papiere fragen oder halt oder ich schieße. Natürlich treten die Deutschen in der Geschichte sehr überheblich auf, aber das ist ja auch zu erwarten und vermutlich historisch ziemlich plausibel. Aber Hugo Pratt bringt sofort das Vergrößerungsglas in die Geschichte und hier Leutnant Slüter wird dann plötzlich als eine sehr multidimensionale Person mit interessanten Charaktereigenschaften dargestellt. Und es wird schnell deutlich, dass Pratt hier die Deutschen nicht als eindimensionale Bösewichte porträtiert, sondern das ist einfach nur eine Art Brettspiel namens Südsee oder namens Melanesien. Und die dort vorhandenen Parteien, die haben alle ihre geostrategischen Ziele und Absichten. Interessantes Thema ist Bücher in Hugo Pratt Comics. Also da gibt es alle möglichen. Hier kann man Moby Dick sehen von Herman Melville. Kain liest hier einige Zeilen von S.T. Coleridge. Ganz am Anfang übrigens, ich gehe nochmal ganz an den Anfang des Comics, auf die allererste Seite. Während Kranio hier runterkommt und ihm meldet, dass er zwei Schiffsbrüchige im Wasser sieht, sieht man, dass Rasputin hier das Reisebuch von Bougainville liest. Und weil ich neuer großer Nerd bin, habe ich hier eine tschechische Ausgabe des Bougainville-Reiseberichts. Das ist das Buch, das Rasputin liest, während Kranio ihn dabei stört. Eine wunderschöne Darstellung dieser ruhigen See um das U-Boot herum. Ist auch großartig, wie hier, wie langsam die Haare von Pandora so zerzaust und verfilzt aussehen. Also da wird auch durchaus der Situation eine gewisse Aufmerksamkeit gezollt. Also da ist kein Drei-Wetter-Taft im Spiel. Das hier ist eben kein Hollywood-Film. Schlüter und Rasputin
mögen sich nicht besonders. Ich finde immer wieder faszinierend, dass wenn es zu so einer unmittelbaren Action kommt, dass Hugo Pratt immer ganz schnell das Interesse verliert, sich darin zu verrennen. Also das ist ganz anders, als man das seinerzeit aus all diesen Action-Comics der 60er Jahre kennt, wo dann die Zeichner gerade bei solchen Darstellungen und Situationen eher aufblühen, während das, was sie dann eher wahrscheinlich mit also weniger interessant finden, also so statische, stoische Situationen, das ist dann wiederum, wo eben Hugo Pratt aufblüht. Also wir kommen jetzt auf die Insel Escondida. La Escondida ist eine Insel, die ist fiktiv, die hat sich Hugo Pratt sozusagen ausgedacht. Und das ist ja auch in gewisser Weise wichtig, weil es ja ein Geheimnis ist, wo sich diese Insel befindet. Und sie ist ja das Basislager von diesen Piraten um den Monaco oder um den Mönch. Das ist ja auch sehr interessant, weil im italienischen Original heißt es natürlich Monaco, der Mönch. Und in der FAZ-Übersetzung hat man das dann entsprechend übernommen. Und da ist immer die Rede von der Monaco. Während man hier immer von dem Mönch spricht. Das bedeutet dasselbe, aber die Semantik ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Denn wenn man es so ins Deutsche übersetzt, dass man von dem Monaco spricht, dann hat es mehr den Charme einer organisierten Kriminalität, einer Art Mafia-Gruppe, deren Anführer eben diesen Decknamen hat. Während wenn man auch den Namen übersetzt und hier von dem Mönch spricht, dann hat es etwas mehr Mysteriöses. Ich denke mal, beide Entscheidungen sind begründbar. Klassisch Pratt hier. So nach dem Motto, wenn man unter Wasser ist und überall sind Wasserblasen und man kann kaum was sehen, also warum soll ich jetzt irgendwie hier 1000 Sachen zeichnen? Das hier ist wahrscheinlich das am hastigsten gezeichnete Bild von ganzen Comics. Und wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, als das hier alles gezeichnet und publiziert wurde, gab es keine konkreten Pläne, dass Corto Maltese eine Comics-Reihe werden sollte und eine Comics-Gestalt von historischen Proportionen. Das war einfach nur eine Geschichte, die eben exotisch war und ungewöhnlich und mit ungewöhnlichen Charakteren aufwartete. Und viel mehr war da auch nicht geplant. Zurück bei Rasputin und einem sehr wütenden Corto Maltese. Das ist natürlich großartiger Comics-Humor hier, weil in diesem Lossman, wo Rasputin drin sitzt, Corto Maltese lässt hier die Fäuste sprechen. Und auch das hat dann Hugo Pratt einfach keine Lust zu zeichnen, weil er das Zeichnen von Schlägereien relativ monoton findet. Also bekommen wir eher diese Sequenz hier, die natürlich sehr augenzwinkernd ist, aber genauso aussagekräftig und auf jeden Fall viel origineller. Aber beweisen kannst du mir nichts. Also offensichtlich sind sie beide am Ende noch immer am Leben. Übrigens der Titel auf Deutsch, die Südsee-Ballade, das ist ja auch ein interessantes Thema, denn im Original heißt dieser Comics Una Ballata del Mare Salato, was wortwörtlich bedeutet die Ballade vom salzigen Meer, was man so in Deutschland nicht akzeptabel fand, angesichts dessen, dass das ja eine Tautologie ist. Deswegen entschied man sich dann für die Südsee-Ballade. Hier können wir endlich mal Monaco sehen, den Mönch. Die Geschichte hat übrigens begonnen in 1967 zu erscheinen. In der Zeitschrift Sergeant Kirk.
Das war eine interessante Zeitschrift, da sie von dem Herausgeber Florenzo Ivaldi extra für Hugo Pratt geschaffen wurde. Der ursprüngliche Sergeant Kirk war ja diese Comicsreihe, die Hugo Pratt mit Hector Oesterheld in Argentinien kreiert hatte. Und Ivaldi hatte sich mit Pratt angefreundet und wurde sein Förderer. Und die Idee war ähnlich wie bei Hergé und dem Tintin-Magazin, dass Hugo Pratt auch eine eigene italienische Print-Plattform haben sollte. Und die Südsee-Ballade wurde dann das Flaggschiff in dem Magazin. Später publizierte Pratt dort auch die Wüstenskorpione. Die andere interessante Sache, auch hier großartig, ne, mit ganz viel Chiaroscuro. Das ist ja auch so diese Südsee-Melancholie, wegen der man dieses Buch liest. Es ist ja nur diese erste Geschichte, die Südsee-Ballade, die in all diesem riesigen Umfang einfach eine zusammenhängende Story darstellt. Die anderen Bände sind natürlich auch zusammenhängende Geschichten, wurden aber geschaffen als ein Fix-Up aus 2 oder 4 Episoden. Das heißt, also später begann Hugo Pratt deutlich ökonomischer die Länge der Geschichten zu planen und viele der darauf folgenden Bände sind dann sozusagen ein Zusammenschluss aus deutlich kürzeren Stories, die aber in irgendeiner Art und Weise aneinander gekoppelt sind. Und es hat viele Jahre gedauert, bis er dann zurück zu einem so riesigen Seitenumfang zurückkehrte bei Corto Maltese. Auch unverzichtbar in allen Corto Maltese Geschichten sind die Möwen. Also Hugo Pratt hat ein richtigen Fetisch für Möwen. Großartig hier. Auch kein schlechtes Bild für ein Thumbnail. Als diese Geschichte auf Fortsetzung erschien, begann die Presse sich dazu zu äußern. Und für ein Comics war das eine sehr ungewöhnliche Story damals. Und es gab nicht viel auf dem Markt, das mit einer solchen literarischen und emotionalen Tiefe aufwarten konnte. Viele der Comics, die damals erschienen waren in den 60er Jahren, waren sichtlich in ihrer Aussagekraft oberflächlicher. Oder zumindest sehr auf visuelle Special Effects fixiert, ohne jedoch einen eigenen Tiefgang zu haben. Und in dieser Hinsicht ist ja die Südsee-Ballade wird ja oft heute gesehen als eine Pionierarbeit für den Begriff Graphic Novel. Und manchmal wird sie auch so genannt als eine der allerersten Graphic Novels, die es gab. Ist vermutlich nicht die allererste, da kenne ich mich nicht genug aus. Aber als Idee ist es damals aufgekommen, den Begriff gab es ja damals nicht, aber man sprach ja oft von gezeichneter Literatur im Zusammenhang mit der Südsee-Ballade. Das ist so der Money Shot hier, weswegen man sich solche Comics reinzieht. Aber großartig. Und das ist auch das, was diese Geschichte so faszinierend macht, dass so jemand wie Cranio, der nicht wirklich ein positiver oder besonders sympathischer Charakter in der Geschichte ist, trotzdem seine Chance bekommt, sich zu erklären und seine Entscheidungen und seine Absichten begründen kann. Die Japaner. Die Japaner kommen natürlich auf die Insel, weil sie gucken wollen, ob es sich auszahlen könnte, dort einfach ihre Flagge aufzustellen und das für sich zu beanspruchen. Also damals waren ja viele Mächte in der Region unterwegs mit ihren eigenen Kanonenbooten und einfach nur um Flagge zu zeigen oder einfach nur zu gucken. Das wurde ja alles von den moderneren Nationen als ein riesiger, primitiver Selbstbedienungsladen angesehen. Also die Idee, wir nehmen da irgendwelchen Kulturen einfach das Land weg, die registrierte bei vielen dieser
kolonisierenden Völker gar nicht. Und deswegen zeichnete Hugo Pratt gerne solche Szenen, wo dann potenziellen Besatzer einfach in Stücke geschossen werden. Großartig, dieser Farbwechsel, dieser komplette Stimmungswechsel, von der Strandatmosphäre dann aufs offene Meer. Und so einen kleinen Katamaran hier. Sie denkt sich natürlich, ob das so eine gute Idee war, aber sie versteht einfach nicht, dass sie wahrscheinlich mit einem der besten Segler der Welt im selben Boot sitzt. Hugo Pratts Tuscheverbrauch muss immer sehr immens gewesen sein. So die typische U-Boot-Verwahrlosung von Slütter. Herrlich. Aber es ist ja so, dass nicht nur sein äußeres Erscheinungsbild im Verlauf der Geschichte immer mehr abbaut, es ist letztendlich auch sein Seelenheil. Das ist aber großartig, das hier. Das ist auch das Faszinierende an Hugo Pratt, dass er das in einer Zeit zeichnete, als noch eine Menge Comiczeichner überhaupt mit dem Vorwurf kämpfen mussten in ihrer Arbeit, dass ihre Darstellung von fremden Völkern durch und durch rassistisch ist. Und wenn es jemanden gab, der sich sowas für keine Sekunde seines Lebens anhören musste, dann war das Hugo Pratt, weil ich glaube, falls jemals Vertreter der Völker, die er porträtierte in seinen Comics, sich jemals auf den Seiten dieses Comics gesehen haben, fühlten sich die meisten, glaube ich, eher geschmeichelt. Das ist auch so ein großartiger Humor, um einfach eine Sequenz samt Signatur einfach auf ein Bild herunterzubrechen. Weil sie, wie funktioniert Armee und wie funktioniert Armee in Kolonialgebieten? Wie wandert die Information so nach oben durch die Ränge dieser australischen Streitkräfte? Am Ende der Geschichte erlangt Kain und Pandora schließlich die Gewissheit, dass Cotto Maltese kein Arschloch ist. Auch wenn das ein langer Erkenntnisweg für sie war. Weil er sich manchmal so sehr bemüht, wie einer rüberzukommen. Ich möchte hier im Finale der Geschichte auch gar nicht so viel zu der Handlung erzählen, weil es da viele Aspekte daran gibt, die so eine Art Auflösung und Twist darstellen, und das will ich ja alles einfach nicht spoilern und verraten. Das hier ist ein großartiges Beispiel für so ein Chiaroscuro, nicht wahr? Auch wie toll hier diese Schattenlinie verläuft. Herrlich.
Großartig, das hier. Der Möwe im Vordergrund. Takiab mit dieser Sonnenbrille finde ich total cool. So ein richtiger abgebrühter japanischer Offizier, der natürlich sehr daran interessiert ist, in diese ganzen Korruptionsmachenschaften mit einzusteigen und da sein Süppchen mit zu kochen. Übrigens habe ich vorhin ja diese Militäreinheiten, die da eingetroffen sind, als, ich glaube, ich habe sie als Australier bezeichnet, das sind natürlich Neuseeländer. Aber natürlich gleichermaßen der britischen Krone untergestellt. Aber Hugo Pratt hatte ja eine jahrelange Erfahrung, Menschen in Uniformen zu zeichnen. Der hat die ja ich glaube in den 60er Jahren, als er in London lebte, hat er ja an so einem Comics-Projekt gearbeitet, das sich ja nur mit Zweiten Weltkrieg und so Militaristiker beschäftigte. Das muss ich jetzt nicht mehr kommentieren. Wahrscheinlich das abstrakteste Bild in dem ganzen Comic hier. Gerne mal immer signiert bei den ganz coolen Bildern. Tja, und jede Geschichte braucht ihr Opferlamm. Jemanden, dem dann die ganze Schuld aufgeladen wird. Und in dem Falle ist es Leutnant Schlüter. Ich war mir nicht so sicher, wie eigentlich Pratt wollte, dass man seinen Namen ausspricht, weil geschrieben wird, dass er eigentlich Slütter, aber das ist als deutscher Nachname. Hier, Slütter, also als deutscher Nachname liegt das ja nicht wirklich gut auf der Zunge. Und ich frage mich, ob er eher dachte, dass das eines dieser deutschen Wörter ist, wo dann so ein Transfer von S auf SCH stattfindet. Also so wie man irgendwo in Norddeutschland eher Stock sagt, aber eigentlich Stock im Süden. Und bei bestimmten Wörtern trifft das ja irgendwie zu, aber Slütter ist auf jeden Fall ein etwas ungewöhnlicher deutscher Nachname eigentlich. Natürlich wird dann in der Geschichte aufgelöst, wer eigentlich der Monaco ist. Aber Corto Maltese erfährt das ja, weil er den Brief von Slytherin hat. Also das ist dann ein bisschen so ein Exposition Dump, wie man es nennt, gezeichnet am 25. Dezember 1914. Das würde allerdings bedeuten, dass die gesamte Südseeballade einen Handlungszeitraum abdeckt, der einiges über ein Jahr ist. Corto Maltese benutzt den Brief, um die Neuseeländer ein bisschen zu erpressen und letztendlich Rasputin das Leben zu retten, weil er natürlich auch hingerichtet werden soll. Das ist auch interessant, weil hier kann man dann zum ersten Mal Pandora und Cain sehen, wie sie eigentlich gewohnt sind zu leben in dieser teuren Kleidung auf dem Deck eines Schiffes. Fein gekleidet und frisiert, weil wir haben sie von Anfang an am Anfang nur als zwei Menschen kennengelernt, die als Schiffsbrüchige aus dem Meer gefischt wurden und dann die ganze Handlung lang ständig vom Schicksal gebeutelt waren. Und hier kann man zum ersten Mal sehen, dass das so zwei so richtig verzogene Belger aus einer reichen Familie sind, die aber natürlich sich charakterlich durch das Erlebte verändert haben. So, und das hier ist dann das letzte Bild von dieser berühmten Geschichte. Und damit sind auch wir hier am Ende. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wie immer ist es viel zu lang geworden, aber so ist das halt mit mir. Am Ende gibt es noch diesen interessanten Bonus von Hugo Pratt konzipiert, dieser Brief. Interessanterweise hat man das in der FAZ-Version an den Anfang gesetzt. Also da ist es mehr wie so ein Teaser oder wie so eine Einleitung, die vorweg bestimmte Dinge erklären soll in der Geschichte. Also es ist eine interessante kreative Entscheidung.
Aber ich nehme ja an, dass das eher ans Ende der Geschichte gehört. Also dieser Brief, der aus dem Jahr 1965 ist und der sich auf diese Ereignisse von 1913 und von 1914 bezieht. Ja, und das war's. Das war die Südseeballade, die erste Corto Maltese-Geschichte von Hugo Pratt. Und wir sehen uns das nächste Mal. So ganz entlassen wollte ich euch aus dieser Geschichte noch nicht, denn in meinem Archiv sind mir dennoch einige Sachen in die Hand gefallen, die ich dachte, hier zum Abschluss mit euch teilen zu können. Also ein wenig jenseits des Comics. Und wer noch nicht abgeschaltet hat, der mag darin etwas Interessantes finden oder auch nicht. Zum einen hier mal vielleicht drei Bücher, die zumindest von ihrem äußeren Erscheinungsbild, aber natürlich auch teilweise inhaltlich wunderbar diesen Anemoia-Charakter transportieren. Zum einen ist hier eine etwas ältere Ausgabe von Am stillen Ozean von Karl May. Dieses Frontbild oder Titelbild hatte man aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal ausgetauscht. Aber ich wollte unbedingt diese ältere Ausgabe mal haben, weil ich dachte, das ist eines der schönsten Titelbilder aus dieser berühmten grünen Karl-May-Reihe, die eigentlich jeder kennt. Aber es hat sehr viel emotionale Ähnlichkeit mit Corto Maltese, finde ich. Also das ist durchaus so eine Art Anemoia-Vibe, der hier stattfindet. Die andere Geschichte, ganz interessant, ist eine tschechische Ausgabe von Jules Verne, wie sie seinerzeit damals in der Tschechoslowakei erschienen sind, mit sehr, sehr vielen Kupferstichen als Illustrationen. Das sind 2 Jahre Ferien. Das ist eine ganz tolle Jules Verne-Geschichte über eine Gruppe aus Schülern, die durch ein Missgeschick auf einer einsamen Insel im Pazifik landen und dort natürlich allerlei Dinge erleben. Ist ein sichtlich positivistisch und humanistisch konzipierter Roman, so dass es nicht verwundert, dass seinerzeit William Golding eine Replik darauf schrieb unter dem Titel Herr der Fliegen. Das hier ist sozusagen die etwas anders geartete Vorlage, die Inspiration dazu bot. Wenn auch Herr der Fliegen natürlich eine umgekehrte Aussage dabei verfolgt. Hier auch wieder typisch mit Karten. Als junger Bücherwurm im Alter von 9 oder 10 Jahren liebte ich ja, wenn solche Abenteuergeschichten mit eigenen Karten daherkamen. Das gehörte dann einfach irgendwie dazu. Und zum Schluss noch ein wirklich schönes kleines Juwel, denn das hier ist ebenfalls eine tschechische Ausgabe des Romans Martin Eden von Jack London, die eine großartige grafische Umsetzung hat, mit Illustrationen eines Erwin Urban. Und das ist ja teilweise wirklich großartig geworden, finde ich. Das hat dann eben so einen ganz eigenen idiosynkratischen Stil, der in gewisser Weise auch wieder an die Atmosphäre erinnert, die Hugo Pratt eben so gerne heraufbeschworen hat. Martin Eden ist ein sehr interessanter, wenn auch sichtlich nicht unumstrittener Roman von Jack London, der die Geschichte eines auf den ersten Blick einfachen, äußerst ungebildeten Matrosen schildert, der sich eines Tages aus eher amorösen Gründen in den Kopf setzt, in die Bildungsschicht aufzusteigen. Und das Buch beschreibt diesen mühsamen Werdegang eines Mannes, der
viel zu sagen hat, aber erstmal das Vokabular erlernen muss, um in einer vergeistigten Welt ernst genommen zu werden und all die Fallen und emotionalen Abgründe, die das mit sich bringt. Also ein sehr faszinierendes Buch, das sicherlich interessant ist für jemanden, der möglicherweise die verrückte Idee in sich tragen sollte, ein Schriftsteller zu werden, was ich theoretisch nicht wirklich empfehlen würde. Oder doch? Es kommt drauf an, wie man es betrachtet. Das Buch kommt am Ende mit ziemlich großartigen Fußnoten, wo all das, das im Buch vorkommt, weiter erklärt wird. Zumal sich die Geschichte am Anfang des Jahrhunderts in San Francisco abspielt. Und so weiter und so fort. Und nun, bevor ich hier endgültig schließe, dachte ich noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar, ich dachte mir, was wäre, wenn ich in meinem doch sichtlich umfangreichen Musikarchiv nach drei Alben suchen würde, die ich euch empfehlen könnte, die auf irgendeine Art und Weise diesen Spirit von die Südsee-Ballade und Corto Maltese in sich tragen und wie so ein indirekter, wenn schon nicht Soundtrack, so doch ein stimmungsvoller Begleiter zu diesen Comics gelten könnte. Und da habe ich mir eben drei Alben jetzt rausgesucht und die möchte ich euch kurz vorstellen. Nummer 1 wäre das Album Vernal Equinox von John Hassell, das 1978 erschienen ist und das letztendlich den Beginn eines Genres markiert, das John Hassell eigenhändig erfunden hat und dem er den Namen Fourth World Music gab. Das hier ist ein großartiges Instrumentalalbum, das einerseits starken Einfluss auf Brian Eno hatte, der zu diesem Zeitpunkt gerade nach New York übersiedelte für eine ganze Weile und sich dort auch relativ bald mit John Hassell anfreundete. Und ja, das ist einfach eine großartige... Das ist natürlich hier gleich, weil ich davon spreche, ein Artikel von Brian Eno. Und das ist ein großartiger Sound, der durchaus irgendwie dieses Gefühl des Äquators und der Südsee in sich transportiert. Zweiter Vorschlag wäre das Album Equator von Oyukai Conjugate. Oyukai Conjugate ist eine englische Band, die anfing in den 80er Jahren, am Anfang der 80er, im Underground ihre Musik aufzunehmen und im Verlauf der 80er sehr an Qualität zunahm und letztendlich zu einem dieser Pionierprojekte der Ambient-Musik wurde und sehr stark von John Hassell inspiriert war, meiner Meinung nach, und deswegen in vielerlei Hinsicht die Ideen und Emotionen und mysteriöse Klänge weiter transportierte und weiterentwickelte. Das ist also ein großartiges Album, das sichtlich zur Südsee-Ballade passt und grundsätzlich eine faszinierende Musik, die ich auch nach 25 Jahren alles andere als langweilig finde. Dieses Album kam raus, ich glaube, ungefähr um 1995, plus minus ein Jahr. Das habe ich jetzt nicht so genau im Gedächtnis. Und schließlich mal etwas Avantgardistischeres und vielleicht etwas weniger zugänglicheres, und zwar das Album White Shadows in the South Seas von Mike Cooper. Mike Cooper ist ein Gitarrist und so eine Art Folk-Musiker, der sich eigentlich schon immer mit der Musik von Ozeanien und Hawaii beschäftigt hatte und diese entsprechend in seinen Aufnahmen verarbeitete. Aber hier begibt er sich in diesem Kontext tief in eine avantgardistisch-progressive Ecke und arbeitet mit Tape Loops und Samples und schafft diese zeitlose, aber auch faszinierende Atmosphäre der Südsee
bestehend aus eben authentischen Tondokumenten aus dieser Region und gleichzeitig aber auch elektronischen Klangschnipseln. Und das alles wird zu einer interessanten Klangwelt verwoben, welche musikalisch die Südsee beschreibt, aber eben nicht in einer kitschigen Art und Weise, nicht beschönigt. Und auf diese Weise hat diese Musik vielleicht viel mehr mit den Erzählungen von Joseph Conrad zu tun, wo dann vielleicht auch der Einfluss, den die Weißen auf die Südsee ausgeübt haben, viel spürbarer ist, eben durch die Abwesenheit irgendwelcher Exotiker-Klischees. Und damit schließt dann endgültig dieses Video. Und falls du bis hierher gekommen bist, kann ich dir nur mein Lob aussprechen. Bis zum nächsten Mal.